Ja, Stadtverkehr. Warum sollte man sich überhaupt mit Verkehr beschäftigen oder warum sollte sich eine Stadt mit Verkehr beschäftigen und nicht einfach das Thema den verärgerten Autofahrern und Radfahrern überlassen? Es ist auch ein wirtschaftlich wichtiges Thema. Es hat eine Studie einer Londoner Beratungsfirma, die nicht alt ist, ergeben, dass der Berufsverkehr, allein der Berufsverkehr, Städte zwischen 10% und 20% ihres Bruttoinlandsproduktes kostet. Das heißt also, wenn man das ordentlich organisieren wird, müsste das besser werden. Es gibt Städte, die hier gerade in Europa besonders gut abschneiden und solche, die das noch nicht so gut in der Hand haben. Eine andere Untersuchung hat ergeben, gemacht von einer Firma, die sich mit Verkehrslenkung, Verkehrstelematik beschäftigt, dass Städte in der Größenordnung zwischen 200.000 und 1 Million Einwohner, also eine Größenordnung, in die Graz hineinfällt, meistens gar nicht über die Problematik Bescheid wissen. Nur 40% der befragten Städte in dieser Größenordnung wissen, dass das ein Problem ist und haben sich entschlossen, etwas zu tun. Die gute Nachricht ist, Graz gehört dazu und Graz hat sich entschieden, auf das Thema Verkehr und Nachhaltigkeit des Verkehrs zu achten. Was ist passiert und was sollte noch passieren? Was ist passiert? Ein wesentlicher Bestandteil ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, im Besonderen des Straßenbahnverkehrs. Die Straßenbahn ist ja auch heute schon ein Kennzeichen für Elektromobilität. Elektromobilität wird ein wichtiges Thema der Zukunft sein. Die Straßenbahn ist heute schon elektromobil. Natürlich muss man dann schauen, wo der Strom herkommt, der das betreibt, aber in österreichischen Stromnetzen fließt normalerweise ein relativ nachhaltiger Strom. Also ein wichtiger Punkt ist Ausbau des öffentlichen Verkehrs und zwar auch in Außenbezirken, nicht nur im Zentrum, denn es müssen ja alle, die pendeln und Graz ist ja eine Berufseinpendlerstadt, auch irgendwo hinkommen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es ist wichtig, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auch so weit ausgedehnt werden, dass auch Pendler, die vom Umland kommen, ihn erreichen. Das, was in Graz passiert ist und was auch weitergeführt wird und weitergeführt werden muss, ist der Ausbau des Straßenbahnnetzes, vor allem in dezentrale Bezirke, wo dann auch entsprechende Parkplätze zur Verfügung stehen müssen für den Umstieg der Pendler in den öffentlichen Verkehr. Was auch zum öffentlichen Verkehr gehört, ist die Busse. Die Busse sind, wie jeder weiß, der hinter einem Bus nachfährt, nicht unbedingt nachhaltig, nicht unbedingt umweltfreundlich. Bei den Bussen ist es notwendig, dass sie auch früher oder später auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Das ist nicht ganz so einfach. Und es gibt derzeit verschiedene Experimente in verschiedenen Städten, wie man das machen kann. Das Problem ist nicht der Antrieb des Busses, sondern die Nachladung. Und man kann sich vorstellen, dass so ein Bus ja relativ viel Strom verbraucht und öfter nachgeladen werden muss. Daher gibt es schon verschiedene Modelle, wie man in den einzelnen Stationen oder in den Endstationen Busse wieder aufladen kann. Das ist noch zu tun. Man kann jetzt sagen, man wartet jetzt noch ein, zwei Jahre ab, bis entsprechende Erfahrungen aus einigen anderen Städten vorliegen. Das, was aber schon geschieht und geschehen soll in der nächsten Zeit, ist beispielsweise jeden Verkehr, der die Stadtgrenzen nicht überschreitet, also beispielsweise Taxis, auf elektrische Fahrzeuge umzustellen. Da gibt es einige Untersuchungen. Es gibt in dem Umfeld Smart City Graz auch ein Projekt, an dem viele, so auch wir, mitgearbeitet haben, um für Taxiflotten ausreichende Ladeinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Fußwege und Radwege entsprechend zu priorisieren. Da passiert einiges. Das Problem natürlich in altbebauten Städten, wie es Graz ist, dass man ja nicht immer den Platz, den man vor 100, 200 Jahren ja nicht dafür berücksichtigt hat, dass da mehrere
mehrere Arten von Fahrzeugen sich begegnen, zur Verfügung stellen kann. Ein Punkt, der passiert ist, das ist diese international unter dem Namen Begegnung, also in der österreichischen Gesetzgebung heißt das jetzt Begegnungszonen, ja, international vor allem in Holland schon längere Zeit in Ausübung. Das sind die Räume, wo ohne Verkehrszeichen und ohne bestimmte Anzeichen sich alle Arten von Verkehrsmitteln und Fußgänger treffen. In Graz wurde es zum ersten Mal am Sonnenfeldplatz ausprobiert. Am Sonnenfeldplatz ist, soweit mir die Daten bekannt sind, die Unfallzahl jedenfalls nicht gestiegen, ich glaube sogar besser geworden, obwohl, wenn man dort einmal in einer sehr verkehrsreichen Stunde durchgeht, alles kreuz und quer geht und es passiert nichts. Wichtig ist, dass der Überblick bewahrt bleibt und dass jeder Verkehrsteilnehmer wirklich weiß, jeder Verkehrsteilnehmer weiß, dass er Nachrang hat. Also nicht automatisch jemand einfährt, der sagt, ich habe Vorrang und alle müssen mir ausweichen. Das muss noch weitergehen. Man sieht das am guten Beispiel, dass es funktioniert und man muss es natürlich dort machen, wo auch entsprechende Übersicht über die Gegebenheiten da ist. Ein Punkt, der uns noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten wird, ist das Thema Stadtlogistik. Stadtlogistik meint, dass Geschäfte, die natürlich sich, ich würde sagen, jetzt hoffentlich im Stadtzentrum konzentrieren und nicht am Stadtrand, dass die beliefert werden müssen. Gerade in Städten mit alter Bausubstanz gibt es wenig Lagerraum, gibt es wenig Möglichkeiten, sei es die Kleider oder die Wurst oder die Milch, entsprechend für einen langen Einkaufssamstag zu lagern. Es muss Möglichkeiten geben, da hier umweltfreundlich und auch fußgängerfreundlich die Nachlieferung zu organisieren. Und wenn das natürlich jedes Geschäft für sich selbst organisiert, dann kann das nicht so günstig sein, sei es aus Gründen von Abgasen oder aus Gründen von Platzbedarf, wie wenn es hier eine organisierte Stadtlogistik gäbe. Da steht uns einiges bevor. Das gibt auch keine Patentlösungen. Da muss man halt für den Fall der Altstadt Graz etwas finden, das sozusagen die Interessen an einen Tisch bringt. Ein wichtiger Punkt zum Schluss, aber wahrscheinlich der wichtigste, das ist das Thema der Raumordnung. Wenn eine Stadt nicht Richtlinien vorgibt, wer wohin bauen darf und wer wohin Platz verbrauchen darf, dann gibt es das Problem der Zersiedlung an den Rändern der Städte vor allem. Nicht nur jetzt durch die Einkaufszentren, sondern auch durch die Einfamilienhaussiedlungen im sogenannten Speckgürtel der Stadt. Sobald das dann verbaut ist, verlangen die, dass sie auch natürlich mit dem Auto in die Stadt fahren wollen, verlangen dann gegebenenfalls, dass die Autobuslinie oder die Straßenbahn auch bis vor ihre Haustür fahren soll. Und das ist insgesamt weder volkswirtschaftlich sinnvoll noch vom Umweltgedanken her sinnvoll. Das heißt, es sollte mehr Bedacht genommen werden auf das Thema Verdichtung des Zentrums. Gerade da hat Graz schon einiges an ersten Schritten unternommen, was sehr gut ist, denn noch nicht alle Städte sind so weit, dass sie diesen Gedanken überhaupt verstanden haben. Natürlich ist das nicht so einfach. Wenn wir aus einer Generation kommen, wo der größte Wunsch aller Bürger ist, ein eigenes Häuschen im Grünen zu haben und alle Nachbarn sind weit weg, dann muss man das erst mit einigen anderen Nebenbedingungen, mit anderen Randbedingungen füllen. Wir haben das auch in einem größeren Projekt untersucht, wo es um die Wechselwirkungen zwischen technischen Bedingungen und sozialen Bedingungen geht, wo unter anderem die Frage geklärt werden sollte, was ist, wenn jemand die Möglichkeit hat, vor dem Balkon oder vor der Wohnung eine kleine Grünfläche zu haben, erzeugt das dann mehr oder weniger Verkehr?
Die Antwort ist, so einfach ist die Sache nicht. Da steht uns noch vieles an Arbeit bevor. Also diese Punkte, glaube ich, kann man über Graz sagen. Es ist eine Stadt, die auf einem sehr guten Weg ist, die sicher einiges voraus hat, anderen Städten in gleicher Größenordnung, aber noch vieles vor sich hat.